Schön, dass ihr da seid. Ich möchte ein paar Dinge sagen. Und zwar in erster Linie, warum da vorne 176 Kerzen brennen und das Bild mit dem Flugzeugabsturz steht. In zwei Tagen ist der vierte Jahrestag dieses Flugzeugabsturzes, in dem 176 Menschen gestorben sind. Warum ist das Flugzeug abgestürzt? Zwar der Flug sollte von Teheran nach Kiew gehen. Hauptsächlich saßen IranerInnen in diesem Flugzeug. Und der Iran selbst, das iranische Terrorregime, hat diese Maschine abgeschossen. Und über 170 Menschen mussten sterben aus blankem Wahnsinn. Diese Menschen wollten in Kiew zwischenlanden, um dann wieder zurück nach Kanada zu fliegen. Es waren alles Zivilisten, die zu Besuch bei ihren Familien im Iran waren, ihre Mitmenschen sehen wollten, die vielleicht seit Jahren getrennt waren und einfach wieder nach Hause wollten. Es waren Menschen wie du und ich, Menschen, die ein Leben haben, Menschen, die in Kanada frei leben, und sie wurden einfach umgebracht. Ja, und wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es ein unmenschliches Vergehen, was nicht vergessen werden darf. Und deswegen wollten wir damit darauf aufmerksam machen. Es sind leider nicht nur 176 Menschen, die durch das iranische Terrorregime umgebracht wurden. Es sind weitaus viel, viel mehr. Der Iran gehört zu den drei Ländern mit den meisten Hinrichtungen weltweit im 21. Jahrhundert. Wir sind jetzt in 24 angekommen und es hat sich noch nichts geändert. Seit dem Mittelalter bleibt einfach alles gleich. Menschen werden getötet dafür, dass sie anders aussehen, dafür, dass sie vielleicht einfach sich nicht den Kleidungsvorschriften des Regimes wie Kopftuch tragen und Mantelpflicht hingeben wollen, sondern sich anziehen wollen, was sie möchten. Sie möchten im Sommer eine kurze Hose tragen, sie möchten einen Top tragen, sie möchten Händchen halten in der Öffentlichkeit, sie möchten mit ihren Hunden draußen spazieren gehen, und das alles ist nicht möglich für die Menschen im Iran, egal ob für Männer oder für Frauen. Wir stehen hier seit über einem Jahr, um auf diese feministische Freiheitsbewegung aufmerksam zu machen. Frau, Leben, Freiheit. Seitdem hat sich leider noch nicht ganz so viel getan, vor allem in unserer Politik nicht, wie wir gerade von der lieben Valeska hören durften. Läuft unsere Politik, Entschuldigung, wenn ich so sage, rückwärts am Leben vorbei. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner aus Europa für den Iran. Um jetzt einmal den Kriegskreislauf kurz aufzuzeigen. Ja, im Nahen Osten ist Krieg, warum auch immer, werden wir alle nicht erfahren. Deutschland verdient Milliarden an toten Menschen, an Krieg, an Waffengeschäften, und die Menschen, die dort im Krieg sind, dessen Häuser kaputt gemacht werden, dessen Kinder auf dem Weg zur Schule sterben müssen, dessen Töchter während des Unterrichtes von Gasen vergiftet werden, kommen hierher und wir schicken sie wieder nach Hause und sagen, wir haben nicht genug Platz, wir haben nicht genug Ressourcen, wir leben hier in Saus und Braus und in vermutlicher Freiheit, und wir sollten jeden verdammten Tag dankbar dafür sein, dass wir hier alle sicher sind, statt daran rumzumeckern, dass irgendwas nicht stimmt oder Menschen, die Hilfe suchen, zu uns kommen, abzulehnen. Es verstößt gegen unsere Grundrechte, politisch verfolgte Menschen wieder in ihre Heimat zurückzuschicken. Und was macht Deutschland? Deutschland verstößt gegen seine eigenen Grundrechte, gegen die Menschenrechte, die jedem verdammten Menschen auf dieser Welt zustehen. Und das kann so nicht weitergehen. Und wir müssen uns das bewusst machen, dass das die Realität gerade ist. Es bringt nichts davor, die Augen zu verschließen. Es bringt auch nichts zu sagen, der Iran ist 5000 Kilometer von uns entfernt. Nein. Wir sind alle Menschen und wir sind alle miteinander verbunden. Und das, was im Iran passiert, das, was in Syrien passiert, in Afghanistan, egal wo auf der Welt, beeinflusst uns alle hier in Deutschland, im grünen Münster. Dankeschön. Frau, Leben, Freiheit. Frau, Leben, Freiheit. Frau, Leben, Freiheit. Frau, Leben, Freiheit. Dankeschön.